Hallo und herzlich willkommen zum allwöchentlichen Bart-Update-Video. Ich halte es kurz. Durchs Video erkennt man eventuell schon, dass ein paar mehr Härchen vorhanden sind als beim letzten Mal. Drumherum überall sieht man jetzt mittlerweile Barthaare. Viele sagen in meiner Familie, es sieht scheiße aus. Ich sehe aus wie ein alter Sack, wie so ein Penner. Dass es halt einfach nicht schön aussieht. Aber es ist Geschmackssache. Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ich warte immer noch darauf, bis ich immer mal einen Vollbart krieg und ich mir meine Haare flechten kann. Ich kann ja mal kurz nah dran zoomen oder von der Seite mal erstmal zeigen. Ja, die Haare sind auf jeden Fall schon gewachsen. Unten kann ich schon dran ziehen. So ein bisschen, auf jeden Fall. Ich kriege ja schon teilweise Locken hier unten. Hier kräuseln sie sich schon. Upsala, eine Nachricht bekommen. Hier kräuseln sie sich schon. Kann ich auch schon dran ziehen. Die sind schon, die Länge, was die Länge betrifft, sind die schon eigentlich extrem lang. Also so lange hatte ich sie wirklich noch nie. Und die wachsen noch fleißig weiter. Ich zeige das nochmal von allen Perspektiven aus. Ist ja eher nur so ein Videotagebuch für mich selber. Sieht immer ein bisschen dummisch und komisch und doof aus, ich weiß, das ist so für mich selber so ein bisschen, vielleicht habt ihr ja auch Spaß dran. Ich finde, diese wöchentlichen Unterschiede sind zwar nicht so riesig, aber man sieht halt immer den Unterschied und ich finde das eigentlich ganz cool, das dann auf Video zu halten. Das finde ich eigentlich ganz cool und ja, sind schon fleißig am Wachsen. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, wenn das mal wenn ich dunkelbraune Haare hätte, dann würde das nochmal ein bisschen geiler was aussehen. In Orange ist das nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ist zwar okay, aber wir lassen es mal ein bisschen noch wachsen. Vielleicht tue ich die eventuell später nochmal ein bisschen, vielleicht tue ich nochmal Spitzen abschneiden, dass der dann gepflegter ist, besser wachsen kann. Das ist ja gesünder für den Bart. Werde ich vielleicht irgendwann nochmal machen. Aber ansonsten war es das erstmal mit dem Bart-Update. Wollte es kurz fassen. Er wächst. Und würde ich mal sagen, bis zur nächsten Woche. Ne? Bis dann. Tschüss. Hey Leute, herzlich willkommen hier zu diesem Video. Ich positioniere mal die Kamera ein wenig, damit ihr mich ganz gut erkennen könnt. So geht das doch, denke ich mal. Ne? Ein bisschen mit Schatten und so. Das passt eigentlich. Ich kann keine Videos drehen, wenn ich mich nicht selber sehe. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es geht nicht. Ich habe jetzt 5-mal versucht, mit Blitzlicht mich zu filmen, aber jedes Mal, müsst ihr euch das mal vorstellen, ich zeige euch mal, wie ich das gedreht habe. Ja, und dann fand ich das nicht so geil. Und man konnte halt immer nur, entweder man konnte das nur so sehen, oder man konnte es nur so sehen. Und ganz ehrlich, das sah total scheiße aus, ja, und dann konnte man mein ganzes reines Gesicht sehen und die Aufnahmen davor generell, also die Frontkamera zu weniger Pixel, aber ich finde, ich kann das so besser halten, ne, hier so mein geiler Katzenpulli so, ne, also ich kann auch wenigstens auch bestimmen, was ich euch zeigen möchte und das kann ich beim anderen halt nicht, ne. Ja, also entschuldigt bitte für die schlechte Qualität, es ist auch schon, ich habe schon Licht an, ihr kennt ja bestimmt hier dieser Schatten hier, der ist von meinem Arm, den ich hier halte. Ja, wir fassen es mal kurz, der Bart ist ab. Es hat folgenden Grund, dass ich halt einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Ich sah gefühlt 10 Jahre damit älter aus. Dann standen hier immer so Locken ab, ja, und in Orange sah das auch nicht so geil aus, ja, fand ich jetzt so, also war jetzt nicht so mein Geschmack, ohne sie finde ich das jetzt wieder mal ein bisschen besser aus, ein bisschen gepflegter, und ich habe das Augenringe des Todes, Alter, naja gut, die Suppe ist immer hängen geblieben, ich habe zum Beispiel was getrunken, was gegessen, und dann war das immer feucht hier, das hat sich immer halt in den Haaren verfangen, so ein bisschen, und das war auch nicht so angenehm, ne. Dann hat das manchmal gejuckt und war kratzig und ich habe die anderen so dran gefasst, weil es irgendwie
durch den Kopf fässt man sich auch manchmal so. Und das war irgendwie eine scheiß Angewohnheit von mir. Und ja, das war halt nervig und ach Leute. War aber trotz alledem eine nette Erfahrung. Das Video, was davor, was ihr davor gesehen habt, das, meine lieben Freunde, war von letzter Woche, das habe ich vergessen hochzuladen. Also nicht wundern, ne? Dass das jetzt, dass das jetzt zwei Clips, zwei Videos sind. Ich habe es halt vergessen hochzuladen und wollte das jetzt auch trotz alledem nochmal zeigen. Das war halt letzte Woche, das war so die letzte Woche, wo ich diesen Bart noch hatte. War auf jeden Fall eine nette Erfahrung. Man kann ja gern zurückblicken, aber mir steht kein Bart. Ich hatte noch nie wirklich einen Bart und in Zukunft denke ich mal, wird das auch nicht der Fall sein. Also ich fühle mich ohne wohler. Ich weiß nicht, wie ist das jetzt bei euch? Stört das eigentlich, dass ich jetzt hier nur so gehalten habe, dass man meine ganzen Haare nicht erkennen konnte? Naja, gut. Ich hoffe, es hat euch trotz alledem ein bisschen Spaß gemacht, gefallen. Und dann würde ich mal sagen, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen dabei sein, ne? Und machen wir es mal nicht allzu lange. Bis denn, tschüss.